Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Shadow of the Tomb Raider. In der letzten Folge haben wir uns hier schon mal in diese komische Höhle gekämpft. Und jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Hier sieht es so ein bisschen danach aus, als würde da jemand kommen und uns gleich zulabern. So ein bisschen nach Cutscene. Das probieren wir natürlich mal aus. Vielleicht treffen wir auf Dr. Dominguez. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg. Okay, die Barriere muss verbrennen. Okay. Was tust du? Okay. Da muss wahrscheinlich irgendwie so Öl rein oder so. Was tust du? Die Barriere niederbrennen. Ja, Lara, du musst mir nicht alles 50 Mal sagen. Das verstehe ich auch so. Okay, da ist schon mal... Das könnte es eventuell sein, oder? Jawohl. Genau das. Öl und Blut. Das riecht bestimmt nice. Erstmal reinspringen. Wie sie das direkt so fertig macht. Lustig. Okay. So. Hat das schon ausgereicht? Ich hoffe schon. Yes, das brennt gut. Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Hier sind jetzt keine Leichen mehr, oder? Noch nicht. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Bestimmt kommt jetzt die Cutscene. Ist das so eine Art Aderlasskammer? Könnte gut sein. Was bringt mir das? Okay, wir müssen hier wieder irgendwas anzünden. Ich sehe es schon. Eine Barriere. Okay. Ich will mich hier noch einmal kurz umschauen. Wie muss ich das zweite Rad drehen? Was bringt mir das jetzt, wenn ich das jetzt anzünde? Verdammt, das fließt zur falschen Stelle. Oh, dann ist es jetzt zu spät. Gern geschehen. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Ich weiß nicht, ich muss erstmal gucken, wo jetzt was hinführt. Sonst bringt mir das ja nichts, ne? Das ist, glaube ich, sogar richtig. Da lang, hier lang und hier runter. Aber nee, das bringt mir ja nichts, weil das endet dann hier. Oder? Und das muss ja halt dorthin. Moment, kann ich hier auch was drehen? Nö. Okay, also muss das theoretisch... Okay, da ist ein Loch. Wir wissen nicht, was passiert, wenn es ins Loch kommt. Ich weiß nicht, in welche Richtung wir am besten drehen. Moment, ich muss erstmal kurz überlegen. Das müsste ja theoretisch dann in das erste Loch, also in das hier. Jetzt müssen wir einmal kurz überlegen. Fließt das dementsprechend dorthin? Ich würde sagen, nein. Oder ist das hier eher wieder nur so ein Abfluss? Ich weiß es nicht. Wir können das hier jetzt schlecht drehen, oder? Sie tut hier nichts. Irgendwie muss ich das zweite okay. Rad drehen. Okay, okay, okay. I got it. Wir müssten...
zu schwer. Ich brauche mehr Drehmoment. Hm, irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Lara, du hast doch so ein Ding. Soll ich hier irgendwo hinspringen? Hm, irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Okay. Das hat schon mal funktioniert. So, jetzt muss ich das einmal kurz kontrollieren. Spring da mal rüber. Das wird hier reinfließen. Ne, das wäre ja wieder unnötig. Hä, Moment. Das wäre mega unnötig. Und das ist sowieso von Steinen versperrt. Also diese Auswahl ist schon mal nicht so nice. Obwohl, Moment. Nein, das wird nicht ausreichen. Okay. Okay. So. Jetzt wäre es perfekt. Wir müssen jetzt also den mittleren mit dem da verbinden. Okay. Den mittleren. Wir schieben erstmal und gucken, welches überhaupt den mittleren berührt. Der hier auf jeden Fall. Der mittlere führt hier lang, hier lang, hier lang, hier lang und wieder raus. Das heißt, das ist schon mal ein bisschen blöd. Könnte ich hier theoretisch so ein bisschen... Weiß nicht. Aber das wird mir auch wieder nichts bringen. Das wird auch wieder nur da enden. So. Das sollte es sein. Genau, es fließt direkt in die Mitte. Nice. Mal schauen, ob es das jetzt wirklich war. Oder noch nicht? Ich weiß es nicht. Wir probieren es aus. Oh Mist, ich muss ja erstmal das Ding ziehen. Macht Sinn. So. Perfekt. Okay, jetzt muss die Barriere runter. Gut. Boah, wie Lara davon benebelt wird, finde ich ein bisschen lustig. Das war jetzt nicht das schwierigste Rätsel ever, aber es war auch nicht ohne. Jetzt zur Schatulle. Die Frage ist nur, ob die Schatulle auch hier ist. Eine Schlange. Das ist das Teil, das Trinity noch fehlt. Abgezogen, hahaha. Erstmal eingesteckt. Das sollte das alte Wassersystem sein, mit dem wir zurückkommen. Theoretisch.
kleine Rebellenprinz. Ashley! Da drüben, schnapp sie! Na toll! Lara randaliert wieder. Nein, nein, nein! Nee, komm mal, Diamanti. Oh, ich bin nicht mal ganz. Ups. Hallo. Zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Ein Gefallen, glaube ich. Okay. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Na, GG, wo bin ich jetzt hier gelandet? Fähigkeiten, wie viele haben wir denn aktuell? Drei, ja, mit drei, weiß ich nicht. Sollen wir damit schon irgendwas machen? Puh, ich bin eigentlich mittlerweile eher scharf auf die teuren Sachen, die so vier brauchen oder so. Das fände ich nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Das fände ich auch nicht schlecht. Wahrscheinlich müssen wir halt echt irgendwie das Outfit dann zusammensetzen. Das finde ich auch nicht schlecht. Machen wir das mal, obwohl wir eigentlich schon so ähnliche Sachen haben, aber wir wissen nicht, was noch kommt. So, dann lassen wir das erstmal dabei. Bei Inventar gibt es nichts. Wir können auch, denke ich mal, noch nicht, oder? Ich schaue nochmal. Unsere Klamotten können wir noch nicht ändern. Gut, ich muss einmal kurz das Licht von meinem Handy höher machen. So, damit ich den Timer richtig sehe. Das Licht, vor allem die Helligkeit, meine ich. Wo sollen wir denn jetzt hin? Ach so, wieder ganz zum Anfang zurück. Ja, moin. Ich würde mich eigentlich gern weiter nochmal da oben umschauen, wo wir eben gejagt wurden. Komme ich da noch hin? Oder ist da jetzt Verschluss? Hier wurden wir noch vorher durchgejagt und jetzt juckt es keinen mehr, oder was? Was ist das für ein Laden? Hier waren wir schon mal. Kann sie das vielleicht jetzt lesen? Ich bin nicht sicher. Der Dialekt ist mir vertraut, aber etwas stimmt. Okay, alles klar. Ja gut, jetzt ist hier anscheinend wieder alles friedlich. Soll das mal jemand verstehen? Gut. Dann machen wir uns jetzt wieder auf den Weg zurück zu Jonah. Vielleicht finden wir da ja irgendwas. Die sollten mich ja theoretisch jetzt erkennen. Aber die juckt das halt einfach nicht. Hallo. Tut mir leid. Niemand darf passieren. Ja, das juckt die hier anscheinend einfach nicht. Schlangenwache-Outfit. Ich warte immer noch darauf. Okay. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zurück. Ja, wenn wir schon hier sind, dann können wir auch direkt hier lang gehen.
Dann sparen wir uns die Brücke. Auf dem Teil habe ich mich auch noch fast gar nicht umgeschaut, muss ich sagen. Boah, ich würde halt echt hier auch noch irgendeinen Weg da reinsuchen. Hallo. Mama sagt, es stört den Walker des Wasserfalls, wenn ich in der Höhle spiele. Sie findet es einfach zu gefährlich. Dabei gibt es dort ganz viele tolle Sachen. Momentchen mal. Höhle, Wasserfall. Aha. Aber das ist keine Höhle. Oder? Doch, eine kleine Höhle. Okay. Ja gut, den haben wir sowieso eben schon gefunden. Sie wollte gerade irgendwas sagen und jetzt habe ich sie ein bisschen abgewürgt. So. Naja, immerhin war es lustig. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg zurück zu Jonah. Ich frage mich immer so ein bisschen, wann das Spiel überhaupt zu Ende ist. Ich meine, ich könnte das hier jetzt echt noch ziehen, aber ich glaube, das will ich nicht wirklich. Vorsicht, Freundin von Unuratu. Die Jaguar-Krieger. Halte Abstand zu ihnen. Sie suchen immer nach Rebellenaktivität. Und sie sind gnadenlos. Bin ich auch. Keine Sorge. Ich krieg das schon hin. Die gute Lara weiß, was sie tut. Oder sie tut wenigstens so. Wo kletter ich hier gerade rauf? Okay, war ich hier schon mal? Ist das ein Rucksack? Nein. Was ist das für ein Zeug? Okay, irgendwas. Es ist schon echt spannend, hier einfach so die ganze Zeit noch so durchzulaufen. Sind das da die Kinder, bei denen ich eben war? Ja, lol. Okay. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ätzli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Gut, ich würde aber sagen, wir setzen hier einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir uns auf den Weg zu dieser Eulen und sagen ihr, dass ihr Kind gefangen wurde, weil es nicht richtig aufgepasst hat. So um den Dreh. Den Baum nehmen wir. Okay, da geht's noch irgendwo rein. Aber ja, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin. Obwohl, nein, wir machen es doch nicht in der nächsten Folge, weil die Folge ist noch ein ganz kleines bisschen, ist noch nicht lang genug. Also deshalb schauen wir uns hier noch eben kurz um. Da ist noch ein Artefakt. Nice. Jetzt sind wir, glaube ich, erst bei 19 Minuten oder so, je nachdem, wann ich den Timer gestartet habe. Und manchmal starte ich den ein bisschen früher. Die Inka nutzen eine Kombination aus Gefriertrocknung und Salz, um nahezu alles Essbare zu konservieren. Charqui und Chuños sind im Grunde Fleisch und Kartoffeln. Köstlich. Ja, Lara, dann gönn dir. Aber gut, jetzt würde ich sagen, wir setzen den Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Lol. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!